Wir kommen heute zur nächsten Wochenzusammenfassung von den verschiedenen Clicker, Idle und Incremental Games. So, das nächste Spiel in der Liste ist wieder Scream Collector und wahrscheinlich heute das letzte Mal dabei. Also warum ist es wahrscheinlich das letzte Mal dabei? Weil ich inzwischen nahezu alle Errungenschaften abgeschlossen habe. Hier fehlt mir jetzt nur noch eine Tür, die ich öffnen muss. Das sollten wir zusammen gleich hinbekommen. Und das, worauf ich jetzt noch verzichtet habe, das abzugraden, ist das letzte, hier der letzte Ausbau, die letzten 25 Kerzen, die ich jetzt mit euch zusammen kaufen werde. Und ja, mal gucken, welche Meldung diesmal erscheint. Genau, also die Entry Hall ist jetzt auch vollständig abgeschlossen. Hier ist das Billow, was noch ein bisschen rumgeistert. Und natürlich ist das Spiel nicht wirklich zu Ende. Ich kann aber jetzt überhaupt nicht einschätzen, wie lange es dauern wird, bis hier dieser Dungeon Door Key letztlich verfügbar wird und wann das neue Element dann tatsächlich ergänzt wird. Daher, ja, erstmal soweit. Die letzte Errungenschaft fehlt natürlich noch, das machen wir gleich zusammen. Muss ich bloß warten, bis halt hier irgendein Schlüssel auftaucht. Ansonsten draußen ist ja schon alles soweit komplett. So, hier sind die Errungenschaften eh schon alle abgeschlossen. Die Spins stapeln sich. Die Spins bekomme ich jetzt natürlich von denen da, die jetzt natürlich so schnell nicht auftauchen. Und vor allem muss ich ja hier drin bleiben, damit auch der Schlüssel auftaucht. Was auf jeden Fall jetzt funktioniert, da ist nämlich auch noch was korrigiert worden. Und zwar, dass das Picture korrekt angezogen wird. So, gleich erstmal den Gem holen. Na, willst du da rein? Aber die ganze Zeit brauche ich das nicht. Da hat wohl was mit den Timeouts noch nicht gepasst gehabt, dass das nicht geklappt hat. So, mal gucken, wie viel ich hier aktuell habe. Okay, hier sind es auf jeden Fall 1406, das heißt noch eine ganze Menge mehr. Das heißt, zu sketchen hätte ich hier auch endlos, aber eben die Frage ist, wofür? Weil es ist zwar ganz nett, also hier habe ich alles ausgekauft, den Double Auto Clicker, das ist der, auf den ich jetzt noch spare. Der Double Spirit Bonus ist ja insofern nicht großartig notwendig, weil die sind ja jetzt hier eigentlich schon ganz gut ausgebaut. Und deswegen gibt es da jetzt keinen großen Vorteil, das unbedingt nochmal zu beschleunigen. Hier kann ich jetzt nach und nach noch die Sachen kaufen, aber das ist eigentlich nur ein Grinding, wo die Frage ist, was ist der Sinn dahinter? Welches Ziel würde ich damit verfolgen, das hier zu machen? Und da sehe ich im Moment keins. Deshalb ähnlich wie auch hier draußen. Also hier ist auch noch nur noch der Double Spirit Bonus. Die anderen sind alle ausgekauft, alles voll gekauft und hier auch letztlich. So, das war das Letzte, was ich noch von der Seite machen wollte. Und dann wäre auch bloß die Frage, so lange weiter zu grinden, bis ich so viele Diamanten zusammen habe, um auch das hier alles leer zu kaufen. Oder dann später, das Konvertieren kann ich mir ja überlegen. Aber auch mit den 10, hier dieser 1% Bonus für 1000 blaue oder lila Diamanten, wofür? Da gibt es aktuell eben auch noch keinen Grund dafür oder nichts, was ich sehen könnte, warum das sinnvoll wäre. Aber bleiben wir erstmal drin, warten auf den nächsten Türschlüssel, damit wir das letzte Achievement abschließen können. Und dann erstmal, Last Achievement. Vielleicht kommt eben nochmal das Neue, wenn das Spiel für andere lang genug und motivierend genug ist und natürlich auch die Einnahmen passen, weil keine Ahnung, ob sie im Moment dann doch zu freizügig geworden sind mit den Diamanten. Weil es waren jetzt, ich weiß nicht, wie viele Wochen ich das Ganze jetzt gespielt habe, seitdem ich das gestartet habe. Insgesamt steht bei Steam jetzt, dass ich es knapp 80 Stunden laufen hatte. Also es ist eine recht überschaubare Zeit, bis diese ganzen Sachen maximiert und ausgebaut sind. Und dann spricht letztlich die Motivationsspirale ab, weil es einfach nichts mehr zu tun gibt oder kein weiteres Achievement zu erreichen gibt. Und dann ist es halt doch zu wenig, um es einfach nur just for fun spielen zu lassen. Da sind natürlich diese Rücksetzmechaniken um einiges praktikabler, wenn die Spiele einfach immer wieder resettet werden müssen, um andere Sachen nach und nach zu überhaupt freispielen zu können mit irgendwelchen Upgrades.
Während hier alles sozusagen linear, das heißt immer wieder hinterher Diamanten einsammeln in allen möglichen Formen. Und hier gibt es eine ganze Reihe an Funktionen, über die man das sich erspielen kann. Angefangen von den Kerzen auspusten, wenn man da immer, ich glaube, ich weiß nicht, ob es immer bei 10 war, auf jeden Fall gab es dann regelmäßigen lila Diamanten. Gut, bei den Spinnen gab es jetzt nur die Scratches, aber auch die bringen Diamanten. Hier kriegt man nochmal die Diamanten für draußen, wenn man diese Augen wieder hier verfüttert. Dann, wenn man die Totenschädel zerschlägt, ich glaube, das hat auch einen Diamanten gegeben. Wenn man das Knochengerippe kaputt gemacht hat, hat man ja auch einen Diamanten bekommen, wenn man ihn wieder zusammengesetzt hat. Okay, da ist jetzt schon der Schlüssel. Gut, bei der Uhr gab es, soweit ich weiß, immer diese Glock. Deswegen aktiviere ich die gar nicht mehr, weil es läuft ja eh nicht aus. Dann hinter den Türen gab es mitunter Diamanten, nicht zwingend. Schauen wir mal, wie weit wir jetzt kommen. Okay, damit ist die Tür abgeschlossen. Jetzt muss ich aber gucken, was da drin war. Okay, ein Scratch, ein Diamanten und das Monster. Okay, da ist der Diamant wieder weg, nicht so schlimm. Hier ist der nächste Diamant und hier mit dem Weihnachtsmonster gibt es auch nochmal einen lila Diamanten. Also es gibt Diamanten en masse und wenn man die Mäuse nicht mit dem Käse füttert, dann kriegt man einen blauen Diamanten und wenn man sie mit der Mausefalle erwischt, dann kriegt man einen lila Diamanten, auch das. Hier kriegt man, glaube ich, die... Ah ja, genau. Naja, wenn wir jetzt noch ein Kuchending bekommen würden, dann müssten wir eigentlich hier noch zwei von den Drehdingern bekommen. Aber auch das ist jetzt nicht so problematisch. Mal gucken, ob der Besen aufgetaucht ist, weil es bei denen ja auch wieder die Scratches gegeben hat. Also soweit ist jetzt das letzte Achievement abgeschlossen. 250 Türen geöffnet. Auch wenn sie mit dem Monster geendet haben, ist nicht schlimm. Macht überhaupt nichts. Ach ja, genau, wenn man den vergiftet hat mit der Knoblauchzehe, dann hat man auch noch einen bekommen. Hier ist jetzt der Besen, da kann ich nochmal jetzt 5 weitere Scratches einsammeln. Das Einzige, was ein bisschen schwieriger zu sehen ist, ist, dass die Spinnwebe, die jetzt hinter der Uhr ist, weil die natürlich schon ausgebaut ist. Aber so, wieder 5 Scratches dazu. Und ja, man könnte das Ganze jetzt noch ewig weitermachen, aber man muss es nicht. Weil es, wie gesagt, außer dass man hier jetzt die Sachen noch voll kaufen kann, weil die ganzen Boni ja selber trotzdem nicht mehr viel bringen, außer dass man hier versucht, Stück für Stück hochzugehen. Daher soweit erstmal für heute von Scream Collector und mal sehen, ob ich irgendwann wieder einsteige, wenn ich mitbekomme, dass hier die nächste Szene kommt und tatsächlich der Dungeon Key dann seine Relevanz bekommt. Also hier der Dungeon Door Key, wo auch immer der dann hinkommt. Also soweit dann. Bis zum nächsten Mal bei Scream Collector, wenn es denn dort weitergeht.